Eine echte Alternative zu den herkömmlichen Weihnachtsmärkten ist der Besuch der weihnachtlichen Grotten von dem niederländischen Städtchen Valkenburg, das im Dreiländereck in der Nähe von Aachen liegt. Valkenburg ist umgeben von einer Landschaft aus Mergelstein. Dieser weiche Stein lässt sich hervorragend bearbeiten und diente schon damals als Bauwerkstoff, aus dem unter anderem auch die Falkenburg gebaut wurde. Im großen Stil wurden deshalb der Mergelstein abgebaut und es entstanden mehrere Grotten und ein ausgedehntes Labyrinth aus uralten, bizarren Gängen, die man besichtigen kann, denn das ein oder andere Museum ist hier drin untergebracht. Speziell in der Weihnachtszeit finden in diesen Bergstollen die Weihnachtsmärkte von Falkenburg statt, die wir heute mal wieder besuchen. Gleich zu Beginn empfängt uns eine winterliche Miniaturlandschaft mit schneebedeckten Wiesen und Wäldern, kleinen Dörfern und auch den Einwohnern. Der Stollen führt uns immer tiefer in den Berg hinein. Viele Geschichten ranken um den Mergelstein. Hier werden sie lebendig. So erfahren wir, dass in den Grotten eine Champignonzucht betrieben wurde. In einem Bett aus frischem Pferdemist wurden die Sporen angesetzt und danach mit einer Schicht Mergelsand abgedeckt. Wir erfahren, dass während des Zweiten Weltkrieges die bedeutendsten niederländischen Kunstwerke eingebunkert waren, wie zum Beispiel die Wache von Rembrandt. Aber auch viele Familien fanden hier unten in den Grotten einen Zufluchtsort vor der Gewalt des Krieges. Magisch und voller Faszination ist der Film über die Sandbilder. Wie von Zauberhand lässt ein Künstler mit einer speziellen Wichttechnik immer wieder aufs Neue Bilder aus Mergelsand entstehen. Yes, I will be there. Be there for you. Whenever you want me to. Whenever you call, oh, I will be there. Yes, I Wir betreten einen gesonderten Trakt in den Grotten. Eine prähistorische Landschaft mit Dinosauriern ist hier nachgebildet worden. Auf Informationstafeln wird erklärt, wie die Dinos damals gelebt haben und warum sie vor ca. 65 Millionen Jahren ausgestorben sind. Vor allem für die Kinder ist dieser Teil aufregend und spannend. Both know we've been here before. We both know what came.
Sehr berührt hat mich das 30 Meter lange Diorama mit den Miniaturen, die die biblische Weihnachtsgeschichte darstellen, wo Maria und Josef auf dem Weg nach Bethlehem zu einer Volkszählung unterwegs sind und wo später, Umstände halber, in einer Krippe Jesus Christus zur Welt kommt. Hold on my heart, just hold on to that feeling. We both know we've been here before. Bis ins kleinste Detail werden die Miniaturen dargestellt, wie auf dem Marktstand zu sehen ist. Hold on my heart. Einige Miniaturen bewegen sich auch und das macht das Diorama umso verspielter und lebendiger. Besonders schön finde ich auch das Spiel mit dem Schatten, das durch eine geschickte Beleuchtung in Szene gesetzt wird. Durch einen stollenartigen Ausgang verlassen wir die zauberhafte Welt des Mergels und nehmen dabei die vielen schönen Eindrücke mit nach draußen. Unser nächstes Ziel ist die Flevengrotte, die etwa 700 Meter weiter liegt und deren Gänge direkt unter der Falkenburg liegen. In den Stollen, die unter anderem auch als Flucht- und Geheimwege der Falkenburg genutzt wurden, haben mehr als 50 Weihnachtshändler ihre dekorativen Stände aufgebaut. Mein Blick fliegt über die Regale, die vollgestopft sind mit kitschigem Kleinkram. Ich habe noch nie so viel Kitsch auf einmal gesehen. So viel, dass ich es wiederum reizvoll finde. Wenn man sich einmal auf den Kitsch eingelassen hat, dann ist es geradezu amüsant. Wunderschön finde ich die Papierlampen, die gekonnt in Szene gesetzt worden sind. Faszinierend und verspielt finde ich das Laserspiel an der Wand, das man übrigens auch kaufen kann. In der Fulevengrotte begegnen sich auf kleinstem Raum Kunst und Kitsch. Und so entdeckt man zwischen den Weihnachtsständen die ein oder andere historische Holzkohlenmalerei auf den Mergelwänden. Musik
Wir betreten eine grottenartige Halle. Nachdem 1796 mehrere Kirchen geplündert und geschlossen wurden, sind genau hier geheime Messen abgehalten worden. In dieser Zeit entstanden viele solcher geheimen Kapellen. Eine weitere grottenähnliche Halle taucht auf. Hier in diesem urigen Ambiente ist eine Gastronomie untergebracht. Besonders schön finde ich den aus Mergelstein herausgearbeiteten Saurier, der die Theke direkt daneben zu bewachen scheint. Gemütlich schlendern wir weiter auf unserem Rundweg und immer wieder kann ich mich über irgendetwas erfreuen. Seien es glitzernde Fensterdekore, die auf Fäden aufgezogen sind, oder auch die elfenhaften Engelsfiguren. Würde ich einer Jury angehören, dann würde ich diesem improvisierten Verkaufsraum mit den Paletten- und Apfelsinenkistenmöbeln, in dem alle möglichen Neckereien untergebracht sind, einen Designerpreis verleihen. Wir nähern uns nun dem Ausgang und verlassen die Welt des Glitzers. In einem schweren Nikolaussack trage ich die 90-minütigen Eindrücke und Erlebnisse aus der Flobelengrotte und nehme sie mit nach draußen. Wir betreten nun die Altstadt von Falkenburg, die Weihnachtsstadt Nummer 1 in den Niederlanden. Viele weihnachtlich geschmückte Straßencafés säumen den Weg. Das Tolle daran ist, man kann auch bei kälteren Temperaturen draußen sitzen, da hier überall Strahler angebracht sind. Zwischen den Straßencafés liegen mehrere Geschäfte. In den Schaufenstern wird genauso wie in den Grotten Kitsch bis zum geht nicht mehr präsentiert. Wie ich schon sagte, so viel, dass es wiederum schön ist. Zum Schluss möchten wir noch die Wilhelmina-Grotte besuchen. Winterwunderland, so nennt sich diese wirklich sehr sehenswerte Ausstellung im Inneren des Berges. Künstler aus aller Welt haben hier in den Grotten überdimensional große Sandskulpturen gebaut und eine Landschaft, die aus zigtausend Tonnen Sand besteht, geschaffen. Ein Rundweg entführt uns durch die zauberhafte Märchenwelt aus Tausend und einer Nacht. I have traveled many moonless nights, cold and weary with a baby inside, and I wonder what I've done.
a silent prayer. I am frightened by the load I bear. In a world as cold as stone, must I walk this path alone? Be with me now. Be with me now. Breath of heaven, hold me together. Be forever near me. Breath of heaven. Breath of heaven, lighten my darkness. Pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven. Do you wonder as you watch my face if a wiser one should have had my place? But I offer all I am for the mercy of your plan. Help me be strong. Wir sind wieder in der Altstadt und mittlerweile ist es dunkel geworden. Der Rundgang durch die Wilhelmina-Grotte, die ja eigentlich ein überdachter Steinbruch ist, war noch einmal ein richtiger Höhepunkt am heutigen Tag. Ich ziehe ein Resümee. Alle drei Grotten waren wundervoll, jede auf ihre Art. Man kann sie nicht vergleichen. Sie haben uns so sehr an den Bann gezogen, dass keine Zeit mehr übrig blieb, um die vierte Grotte zu besuchen. Oder den Weihnachtsmarkt an der Gäuel. Oder mit dem Lift den Berg hinaufzufahren, wo am Schluss ein historischer Markt auf uns gewartet hätte. Und. Für all das bräuchte man noch einen zweiten Tag. Vielleicht fahre ich die Tage noch einmal hier hin, denn die Weihnachtslichter von Falkenburg erlichen erst am 6. Januar, dem Tag der drei heiligen Könige.